Uni, zeig doch mal deine Spirit-Jerseys. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Moni zeig mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, es kommt jetzt ein Moni zeig mal nach dem anderen. Ihr habt ja jetzt vor kurzem mein Moni zeig mal deine Ohren gesehen. Und ja, ihr habt Glück, denn diese Woche habe ich nicht ganz so viele Videos jetzt auf Lager gehabt. Deswegen kommt jetzt das nächste Moni zeig mal. Und zwar zeig mal deine Spirit-Jerseys. Das war auch ein Wunsch von euch. Ihr könnt gerne wieder unten in den Kommentaren mitraten, wie viele Spirit-Jerseys besitze ich wohl. So viel kann ich sagen, es ist nicht dreistellig. Aber es sind auch schon wieder einige. Euer Feedback zu Moni, zeig mal deine Ohren, war wirklich super positiv. Und ihr habt auch viele weitere Anregungen gegeben, was ich noch zeigen soll. Taschen, Rucksäcke, Outfits. Aber ich kann nicht alle meine Outfits hier zeigen, dann wird das Video, glaube ich, 5 Stunden lang oder so. Und es wäre sehr anstrengend, weil ich natürlich die Outfits dann auch anziehen würde. Die Spirit-Jerseys werde ich jetzt nicht anziehen. Ich weiß, im letzten Moni, also es hieß da noch nicht Moni, zeig mal, aber ich habe euch ja schon mal vor einigen Jahren meine Spirit-Jerseys gezeigt. Und da habe ich sie tatsächlich angezogen. Das mache ich heute nicht. Die sehen ja eh alle gleich aus angezogen und ja, deswegen, das machen wir diesmal nicht. Ich zeige es euch dennoch. Wir fangen wieder an mit den Seasonal Spirit Jerseys. Und ja, wie gesagt, es sind einige Spirit Jerseys. Auch einige habe ich lange nicht mehr angezogen oder ja, sie sind halt Sammelobjekte auch. Also es ist, heißt ja nicht, nur weil man jetzt so viele Pullover zu Hause hat, dass man sie dann immer regelmäßig anzieht. Also bei mir ist es jedenfalls der Fall. Vor allem bei Spirit Jerseys, viele sind seasonal oder sind halt wirklich Erinnerungsstücke an besondere Trips. Ja, so viel dazu. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach. Wo kaufe ich eigentlich meine Spirit Jerseys? Das wird ja auch immer. Und welche Größe trage ich eigentlich? Das ist auch immer so eine Frage. Die meisten kaufe ich natürlich bei Shop Disney und im Disneyland Paris. Einige habe ich auch aus anderen Parks oder der Disney Cruise, eBay. Ja, ich habe auch, glaube ich, ein Nicht-Disney Spirit Jersey in meiner Kollektion. Den zeige ich euch aber auch. Und einen, der nicht von Spirit Jersey, von der Marke ist. Also Spirit Jersey ist ja tatsächlich auch eine eigene Marke. Und das ist auch dieser bekannte Schnitt der Spirit Jerseys, das ist ein bisschen oversized sind und deswegen trage ich in Spirit Jerseys tatsächlich meistens eine S. Es gibt einige Ausnahmen, wo ich auch eine M habe, aber die fallen tatsächlich größer aus und deswegen kaufe ich da immer eine Nummer kleiner und in dem Fall immer Größe S. Und wir starten, Halloween ist zwar vorbei, aber wir starten mit den Halloween Spirit Jerseys. Fangen wir an mit dem ersten Halloween Jersey und ich glaube, das war mein erster Spirit Jersey überhaupt. Spirit Jerseys gibt es ja erst, glaube ich, seit 4 Jahren oder so hier in, also so regelmäßig in Europa, in Shop Disney und in Disneyland Paris. Vorher gab es sie tatsächlich hier nicht, aber in den amerikanischen Parks. Und deswegen ist mein erster Spirit Jersey, der hier aus dem Walt Disney World, wurde mir damals netterweise mitgebracht. Und ja, ich glaube, das war tatsächlich mein erster Spirit Jersey. Ja, er glitzert und hat natürlich den Mickey Pumpkin drauf. Und ja, zu vielen Spirit Jerseys habe ich natürlich die passenden Ohren. Habt ihr wahrscheinlich im Ohrenvideo schon gesehen. Dann der zweite Halloween Spirit Jersey, den ich habe, der ist von letztem Jahr. Das ist hier der mit diesem Mickey karierten Kopf, wie ihr sehen könnt. So. Wo sieht man es? Fokussiert's. Und hinten steht Happy Halloween drauf. Und unten sind die ganzen Mickey und Minnie Kürbisse, was ich echt cool finde. Das ist mein zweiter Halloween Jersey. Und der dritte, den ich habe, der ist von diesem Jahr. Das ist der hier in Orange mit dem Mickey. Und hinten steht auch Happy Halloween drauf. Und unten sind die Mickey Kürbisse von diesem Jahr. Genau, das, achso, den habe ich bei Shop Disney gekauft
Und den anderen auch bei Shop Disney. Den gab es aber ja auch, den ich gerade hier zusammenfalte, auch dieses Jahr im Disneyland Paris mit Disneyland Paris Aufzug. Schriftzug. Jetzt kommen die Christmas Jerseys. Ja, Christmas Jerseys habe ich tatsächlich ein bisschen mehr. Aber und irgendwie kommen jedes Jahr neue dazu, weil die echt immer so schön sind. Und ich hadere ja mit mir jetzt auch diesen blauen neuen Disneyland Paris Spirit Jersey zu kaufen zu Weihnachten. Mal gucken. Mal schauen. Muss ich mir mal live angucken. Fangen wir an mit dem hier. Der ist so schön. Übrigens könnt ihr natürlich gerne wieder kommentieren, auch welcher Spirit Jersey euch am besten gefallen hat. Oder welche euch am besten gefallen haben. Also ihr könnt auch mehrere auswählen. Ja, der hier ist aus dem Disneyland Anaheim Resort und den haben wir damals, ich glaube, während Corona online bestellt bei einem Personal Shopper. Ich glaube, es war SOS Shopping irgendwie die Seite, so heißt sie. Die bietet Shopping-Service an aus amerikanischen Parks, aber auch aus asiatischen Parks. Kann ich euch gerne unten verlinken. Kostet natürlich Aufpreis. Haben wir damals mit Brina bestellt und ja... Super schön und hier habt ihr das Schloss, Silbergold, und hier unten habt ihr Schneeflocken und auch das Schloss und so. Also ja, ein richtig schöner, kuscheliger Spirit Jersey für den Winter. Dann der hier, das war glaube ich der erste Weihnachts-Spirit Jersey aus dem Disneyland Paris. Ja, hinten steht Disneyland Paris mit diesen Kugeln drauf, in diesem karierten Muster unten. Und vorne habt ihr Mickey. Der sagt, ich kann es nicht aussprechen, Joyeux Noël, übersetzt Frohe Weihnachten. Das kriege ich noch hin. Und der kommt jetzt auch tatsächlich mit fürs Wochenende ins Disneyland Paris. Deswegen lege ich den mal zur Seite, bevor ich ihn vergesse. Dann auch neu aus dem letzten Jahr, aber gibt es dieses Jahr auch wieder, ist der Spirit Jersey aus dem Disneyland Paris. Auch super schön, kuschelig. Und den habe ich, glaube ich, in M. Ne, auch in S. Irgendeine so kuschelige habe ich auch in eine größere, Nummer größer. Genau, hinten steht Disneyland Paris in Gold-Rot und vorne Mickey mit Nikolausmütze und der glitzert auch so ein bisschen golden. Und wie gesagt, ist kuschelig innen drin, gefüttert. Aus dem Disneyland Paris gibt es dieses Jahr auch wieder. Dann aus dem Shop Disney von letztem Jahr, aber der Disneyland Anaheim Schriftzug ist der hier. Der ist auch ein bisschen wärmer und dicker, auch mega süß. Mit Mickey hier vorne und hinten steht Disneyland Resort. Dann habt ihr auch einen Schneemann hier unten mit zwei Häschen. Ja, den habe ich, wie gesagt, auch von Shop Disney letztes Jahr. Auch in Größe S. Dann habe ich den hier. Ich glaube, auch von Shop Disney. Vorletztes Jahr. Bin mir aber jetzt nicht ganz so sicher. Ja, vorne auch wieder Mickey. Im Winteroutfit, dann habt ihr unten die Charaktere, alle möglichen, Donald, Pluto, Goofy, Minnie, Mickey und hinten steht Snow Much Fun. Ja, wie gesagt, war auch von Shop Disney. Und der letzte Christmas Jersey ist aus Disneyland Anaheim, aber den habe ich auch bei Shop Disney bestellt. Ja, es gab mir eine Zeit lang, oder gibt es ja immer noch verschiedene Jerseys bei Shop Disney und meistens halt mit Disneyland Anaheim. Ja, der hat unten hier auch dieses Weihnachtsmuster mit Mickey, Minnie, Donald, wen haben wir hier vorne? Pluto. Ja, das war's. Mehr Charaktere nicht. Hier vorne das D von Anaheim. Ja, und hinten, hab ich euch schon gezeigt, der Hidden Mickey hier die Kugel und Disneyland Anaheim. Ja, das waren die Christmas Jerseys. So, jetzt kommt einfach alles unsortiert, aber ich habe noch zwei wärmere Spirit Jerseys, die ich jetzt auch zum Winter halt passen. Und zwar einmal der Steamboat Willie Spirit Jersey. Vorne natürlich mit Steamboat Mickey und hinten steht Mickey Mouse. Walt Disneys Mickey Mouse und unten ist halt so ein Teddystoff an den Ärmeln und auch hier unten dran. Genau, deswegen ist er auch ein bisschen dicker für die kälteren Temperaturen, den habe ich auch von Shop Disney. Achso, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Ja, da sieht man, also das sind die Spirit Jerseys, das ist das Logo von den, muss ich gucken, so. Da, überall an der Seite habt ihr dieses Spirit Jersey Logo. Dann wisst ihr, dass es ein Original Spirit Jersey ist. Ich weiß auch mittlerweile, dass ich öfter bei AliExpress bei den Spirit Jerseys Bildern lande. Schicken mir auch viele von euch.
ich kann dagegen leider nichts machen. Auch hier mit dem Spirit Jersey. Da hab ich auch Bilder gepostet. Ich glaube sogar noch mit Maske. Und ja, haben sie einfach geklaut und nutzen sie bei AliExpress für Produktbilder. Ja, in China kann ich leider nicht so viel dagegen tun. Ja, den Spirit Jersey gab es beim Design Paris und ich liebe ihn. Der ist einfach der Knaller. Und dazu habe ich auch die passenden Ohren. Er hat hier die Pailletten an den Ärmeln und unten dran. Er ist auch etwas dicker und hat dieses iridescent schimmernde hinten drauf mit Disneyland Paris. Und er war sehr begehrt. Damals, ich war mit Nina da, als er rauskam. Und ich weiß, ihr habt mich zugeschüttet mit Nachrichten, dass wir den euch mitbringen sollen. Damals. Und der war sehr schnell ausverkauft. Also ich habe jetzt den tatsächlich in Größe M, weil der ein bisschen kleiner ausgefallen ist, weil er auch ein bisschen dicker ist. Und ja, gab es seitdem leider nicht mehr. Er war, wie gesagt, sehr begehrt. Und bin sehr froh, ihn bekommen zu haben. Dann Disneyland Anaheim 65. Geburtstagsbild-Jersey. Den habe ich, glaube ich, bei irgendeinem Personal Shopper bestellt. Oder bei eBay. Weil, ja, ich war natürlich nicht zum 65. Geburtstag in Anaheim. Hier habt ihr das Logo. Und hier steht The Happiest Place on Earth. Genau. Glitzert auch, sieht man. So ein Glitzer. Ja. Also auch ein schönes Bild-Jersey aus Anaheim. Das sind halt auch so besondere besondere Ereignisse, wo auch so Spirit Jerseys rauskommen. Und ja, machen sie natürlich für Sammler sehr besonders. Dann mein Baby Yoda Spirit Jersey, der ist auch tatsächlich Größe M, aber nur weil es damals, der hat mir auch ein lieber Freund damals mitgebracht, leider nicht mehr ein S gab, deswegen habe ich den in M, aber der ist riesig, also der fällt echt groß aus. Ja, Baby Yoda oder The Mandalorian Spirit Jersey gab es damals auch in Anaheim. Hat er mir mitgebracht. Und ja, richtig cool. Dann habe ich ein, mir damals kaufen müssen. Man muss sich ja immer auch Ausreden suchen, um was zu kaufen. Castaway Key Spirit Jersey. Und zwar ist das ein Wassershirt. Also es ist ein Spirit Jersey. Es hat auch das Spirit Jersey Logo hier an der Seite. Da. Aber es ist ein Wassershirt. Also aus dem Material, damit kann man ins Wasser gehen. Das habe ich mir damals auf Castaway Key gekauft, als ich schnorcheln gegangen bin, weil es war so kalt. Und es hat tatsächlich geholfen. Also, ne, und dann deswegen ein Castaway Key Spirit Jersey fürs Wasser. Kann man natürlich auch im Urlaub anziehen, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist. Es hat auch einen UV-Schutz. Also, ja. Mein Castaway Key Spirit Jersey. Dann ein ganz neuer aus dem Disneyland. Ich weiß nicht, ob es ihn aktuell noch gibt, aber den gab es vor ein paar Monaten noch. Ist der König der Löwen Spirit Jersey. Und hier sieht noch, hängt noch das Preisschild dran. Ich habe ihn auch erst vor kurzem im Hall gezeigt. Und seitdem kam mir auch noch nicht die Gelegenheit, ihn anzuziehen. Weil es kam ja dann Halloween und jetzt ist Christmas. Und ich ziehe mich ja immer zu den Seasons an oder zu den Ereignissen. Und König der Löwen kam halt noch nicht zum Einsatz. Kommt aber noch, weil ich finde ihn wirklich schön. Ich mag das Schwarz. Gelb, ich mag die Charaktere vorne drauf. Hinten steht Disneyland Paris. Und ja, schwarze Spirit Jerseys gehen ja eigentlich immer. Achso, das haben sie jetzt, glaube ich, auch neu. Das hier vorne noch so ein, neben dem Spirit Jersey Logo, steht noch Disney drauf. Ist mir letztens aufgefallen. Gab es früher auch nicht. Haben sie wohl eingeführt. Dann. Kommen wir weiter, machen wir weiter mit, oh Gott, den Namen weiß ich nicht mehr, wie die Künstlerin heißt, aber dazu habe ich auch die passenden Ohren. Gab es auch im Disneyland. Ich habe meinen aber, glaube ich, von Shop Disney, soweit ich mich erinnern kann. Genau, hinten steht nämlich Disneyland Resort drauf, aber ich weiß nicht, ob es im Disneyland auch den mit Disneyland Resort gab. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber das ist hier mit Dumbo vorne drauf und dieser, glaube ich, It's a Small World Künstlerin. Nee, das ist nicht die It's a Small World Künstlerin. Sag mal Chimichoo zu ihm, aber es ist nicht Chimichoo. Chimichoo ist der Designer, ihr wisst, was ich meine. Es gab ja diese Kollektion hier. Hinten habt ihr das Schloss auch mit Mickey und Minnie. So, ein bisschen höher halten. Ja, den habe ich, wie gesagt, meine ich bei Shop Disney gekauft. Dann noch ein Star Wars Baby Yoda Spirit Jersey, den habe ich auch von Shop Disney. Und zwar der in Schwarz. Wie gesagt, ich liebe schwarze Spirit Jerseys, weil die auch ein bisschen schlanker aussehen lassen. Ja, vorne Baby Yoda, hinten steht Protect, Snack, Attack mit drei verschiedenen Baby Yoda-Illustrationen. Ansonsten ist er schwarz.
Ja, was ich tatsächlich auch lieber mag bei Spirit Jerseys, ist, wenn sie nur hier oben Schrift haben und unten dann nichts mehr. Viele haben ja dann unten noch irgendwie das Schloss oder so. Aber da ich meistens Spirit Jerseys mit einem Rock trage, verschwindet das eh ab der Taille und da sieht man das nicht mehr, was ich dann auch schade finde, weil oft ist es unten tatsächlich auch super schön, aber ich kombiniere meistens die Spirit Jerseys mit Röcken, weil sie dann ein bisschen taillierter aussehen und nicht so runterhängen wie ein Sack. Ich trage sie aber auch zu Hause, also auf die Arbeit oder so, auch mit Jeans. Also ich ziehe sie auch privat an, nicht nur im Disneyland, so ist es nicht. Habe ich gar keine Scheu vor. Dann vom 30. Geburtstag, aber es ist, glaube ich, oder ist es für den 30. Geburtstag? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gab es aber diese Kollektion auch in anderen Parks vom Disney, mit diesem Design. Und ich habe das Disneyland Paris Design im Disneyland Paris gekauft. Ja, hier hinten seht ihr es, Disneyland Paris in diesem Sprinkle-Look. Dazu habe ich auch die passenden Ohren. Und die Farbe, muss ich sagen, mag ich auch sehr gerne. Ja, auch ein sehr schöner Spirit Jersey. Dann, ja, die passenden Ohren habt ihr dazu auch schon gesehen. Und zwar der Brezel-Spirit-Jersey mit den Brezeln. Disneyland Anaheim. Ja, vorne das Disney Anaheim D. Hier überall die Brezel an der Seite, an den Ärmeln. Hier auch. Und hier unten habt ihr auch nochmal eine große Brezel. Das meine ich, ne? Wenn, die wird man jetzt nicht sehen, wenn ich einen Rock trage. Ja, aber an den Ärmeln ist ja, sind ja genug Details. Habe ich auch bei Shop Disney gekauft. Früher war das ja auch tatsächlich immer so, sobald ein neues Spirit Jersey bei Shop Disney Online kam, war das ja ein Gekämpfe. Das war ja dann ausverkauft nach 5 Minuten. Mittlerweile geht's ja. Es gibt natürlich Spirit Jerseys, die sind sehr begehrt, wie der Disney 100 Spirit Jersey, den ich euch noch zeige. Der war auch relativ schnell ausverkauft. Aber mittlerweile geht's, was den Ansturm an Spirit Jerseys angeht. Oder sie haben einfach mehr auf Lager. Weil wie gesagt, früher neuer Spirit Jersey, 9.10 Uhr, alles ausverkauft. Ja, dann noch ein Mandalorian Spirit Jersey. Star Wars The Mandalorian in Grau, vorne mit Mando. Und hier an der Seite war auch noch das Zeichen. Auch von Shop Disney. Das sieht auch so groß aus, aber es ist auch größer S. Ja, ich bin ja halt Mandalorian-Fan. Ob man 3 Spirit Jerseys von Mandalorian braucht? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe sie trotzdem. Dann von Make-A-Wish. Der Make-A-Wish Spirit Jersey, den es vor, ich glaube, 2 Jahren kam, dass man halt, wenn man Make-A-Wish Sachen kauft, bei Shop Disney, dass auch ein Teil gespendet wird an Make-A-Wish. Und da gab es online den mit Disneyland Resort. Ich glaube aber im Disneyland gab es auch den mit Disneyland Paris drauf, aber ich hatte den dann schon und dann habe ich mir den anderen nicht gekauft. Obwohl ich, die Disneyland Paris Schrift finde ich am schönsten. Dann kommt Disneyland Resort und dann kommt Walt Disney World. Also Walt Disney World mag ich am wenigsten. Und Disneyland Paris ist nicht nur, weil es mein Lieblingspark ist, sondern finde ich halt auch die Schrift am schönsten. Ja, aber er glitzert auch. Ihr seht es. Ja, richtig schön. Ja, da habe ich dazu auch die passenden Ohren. Dann ein Jersey, den es... Also das war auch einer der ersten, glaube ich, im Disneyland Paris. Der sieht auch so riesig aus. Ist das noch... Das ist M tatsächlich, ja. Also das ist der rosane, gab es auch passende Ohren dazu. Er ist relativ schlicht, er hat halt nur das Disney D vorne. Und hinten steht Disney in Paris in so einem leichten Glitzer. In Rosé, sehr bedeckt. Und ansonsten ist da nichts drauf. Aber ich mag auch so schlichte Pullover sehr, sehr gerne, weil die dann auch zu Outfits tatsächlich gut passen. Wenn... ich kombiniere die auch gerne halt im Sommer oder so, wenn es so morgens noch ein bisschen kühl ist, kann man die Spirit Jerseys einfach drüber werfen und dann kann man sie ja später, wenn es warm wird, ganz gut im Rucksack verstauen. Dann einen, auch aus dem Disneyland Paris, und zwar den Pride Spirit Jersey in Weiß. Den gab es, glaube ich, bei der 2. Pride, soweit ich mich erinnere, oder bei der 1., ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall. Auch komplett weiß, vorne das D in den Regenbogenfarben, hinten Disneyland Paris in Regenbogen. Und unten die Charaktere in Regenbogen. Auch aus Disneyland. Dann auch aus dem Disneyland, relativ neu, ist der World of Pixar Jersey. Das habe ich mir ja auch letztens erst gekauft. An den Ärmeln habt ihr die Pixar-Charaktere. Hier und hier. Und vorne habt ihr die Pixar-Lampe. Habe ich jetzt natürlich auch beim letzten Mal auch gar nicht mehr gesehen im Disneyland. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber ich war ja beim letzten Mal, glaube ich, auch gar nicht in den Studios.
Und dann einen von Disney 100, und zwar den 100 Years of Music and Wonder. Den gab es auch mit Disneyland Paris Aufzug, auf Schrift, im Disneyland Paris zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt. Aber ich finde, bei dem Jersey passt halt besser mit dem 100 Years of Music and Wonder. Hier unten habt ihr die Charaktere, ihr seht, das Preisschild hängt auch noch dran. Ihr scheint auch noch keine Gelegenheit, den anzuziehen. Ja, mit den ganzen Charakteren, Pixar und Mickey und Stitch und ja, neue und alte Charaktere. Und hier vorne habt ihr Mickey als Dirigent mit dem Disney 100 Schriftzug. Genau, den gab's bei Shop Disney. Und wie gesagt, denselben gab es aber auch im Disneyland Paris mit Disneyland Paris Aufzug. Sag mal Aufzug, Aufschrift. Weiter geht's mit Haunted Mansion. Der Spirit Jersey gab es auch, soweit ich weiß, bei Shop Disney. Mittlerweile gibt es aber auch sau viele Haunted Mansion Spirit Jersey, nicht Spirit Jersey, Phantom Manor Spirit Jerseys. Hinten steht Welcome Foolish Mortals und ich glaube, der leuchtet auch im Dunkeln. Auch von Shop Disney. Dann von, ich glaube, diesem Jahr ist dieser Kuschel Spirit Jersey. Ich meine, den gab es auch bei Shop Disney, aber er war relativ schnell ausverkauft. Und den hier gab es nur gefühlt 2 Tage im Disneyland Paris für Jahreskarteninhaber. Damals hat es mir eine liebe Followerin mitgebracht, weil sonst wäre ich da nie dran gekommen. Ich weiß nicht, was sie mit dem Rest gemacht haben. Nach 2 Tagen, ich dachte dann, okay, dann wird es für alle verfügbar sein. Aber nee, haben sie einfach aus dem Shop wieder genommen. Dazu habe ich auch die passenden Ohren. Ist halt auch so ein Winterpullover, weil er auch super kuschelig warm ist. Ist auch wieder relativ schlicht mit dem Disney D vorne und hinten dem Disneyland Paris Aufzug. Und ja, sehr kuschelig. Den gab es auch in Walt Disney World, als wir letztes Jahr da waren. Dadurch auch mit ihm geliebäugelt, aber mit Disneyland Paris Aufzug ist das alles viel schöner. Dann der Arendelle Spirit Jersey. Ja, es gab ja mal so eine Kollektionsreihe von Disneyland Paris, Arendelle, Belle, also Bronze Belle oder so war es. Also das war jetzt Frozen. Dann gab es Bronze Belle, der war ja schwarz-braun. Dann gab es Lachsfarben. Ich glaube, das sollte Ariel sein. Also es gab so eine Art immer so Prinzessinnenfarben-Spirit-Jersey, aber die haben für mich auch... Außer hier der hat Sinn gemacht mit Frozen, aber die anderen haben für mich gar keinen Sinn gemacht. Ja, der war auch sehr begehrt und ist auch immer noch heiß begehrt und verhandelt, soweit ich weiß, online. Vorne das Disney D in Silber, er glitzert auch, der Stoff, und hinten habt ihr das Disneyland Paris Logo in diesem schönen Türkis. Also ja, ein mega schöner Jersey, denn dazu habe ich ja auch die passenden Ohren. Dann mein Avengers Campus Spirit Jersey aus dem Avengers Campus Disneyland Paris. Genau, einmal Avengers Campus Disneyland Paris hinten drauf. Ansonsten ist er auch einfach nur schwarz, was mir ja immer sehr gut gefällt. Ja, das ist auch mein einziger Marvel Spirit Jersey. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch mehr Marvel Spirit Jerseys gibt in dem Fall. Dann, den gab es auch mal im Disneyland Paris. Der kam sogar dieses Jahr auch wieder rein oder so ähnlich. Disneyland Paris hinten drauf in diesen französischen Farben gestreift. Und ja, vorne das Disney D. Einfach auch relativ schlicht und simpel, aber dennoch finde ich sehr schön in diesen französischen Farben. Dann, nächster Stapel. Zählt ihr schon mit fleißig? Dann einen von Walt Disney World vom 50. Geburtstag. Und den Schriftzug finde ich tatsächlich wieder schön von Walt Disney World, weil es halt dieser Disney-Schriftzug ist. Achso, hinten muss ich euch noch die Mickey zeigen. Genau, und vorne habt ihr den 50. das 50. Jahr, also 50. Geburtstag-Logo mit Walt Disney World. Habe ich bei Shop Disney bestellt. Also alle Walt Disney World 50. Geburtstag gab es bei Shop Disney. Auch den in lila mit dem Schloss und Walt Disney World mit 50. Sieht man das? Oder der Fuchs sieht immer noch mein Gesicht. Jetzt. Müssen wir was stecken. Ja, hinten auch die schöne Walt Disney World Schrift und sonst nichts. Also keine Charaktere. Finde ich doch. Ich mag auch so schlichte Spirit Jerseys. Dann noch einen vom 50. Geburtstag und zwar der hier. Da steht The World's Most Magical Celebration und hier unten habt ihr dann tatsächlich was und zwar
das Schloss und Mickey auch in diesem Iridescent-Look mit dem 50. mit der 50 drauf. Vorne habt ihr Mickey mit Walt Disney World Schrift und er glitzert auch, ihr seht's, so ähnlich wie der von Make-A-Wish, nur der glitzert, glaube ich, in diesen verschiedenen Holofarben. Oh, mein Arm wird langsam schwer vom Hochhalten. Dann einen von Walt Disney World in diesem Leo-Muster, hat mir auch eine Followerin mitgebracht, den wollte ich mir letztes Jahr im Januar, als ich ja da war, auch selbst vor Ort kaufen, dann gab's ihn leider nicht. Und ich finde ihn super schön in dem Leo-Optik, die Ärmel haben Leo, hier vorne ist Mickey. Und er ist tatsächlich auch etwas dünner. Also er ist eher so ein Sommerjersey, auch wenn er jetzt nicht so aussieht, weil er wieder schwarz ist. Aber vom Stoff her ist er sehr angenehm für vor allem die Walt Disney World Temperaturen. Den muss ich kurz zur Seite legen. Das ist nämlich der einzige Nicht-Disney-Spirit-Jersey. Dann ein Waffel-Jersey mit der Walt Disney World-Schrift hinten drauf. Das ist diese riesige, die sich über Ärmel und so streckt. Muss man auch mögen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Unten habt ihr die Waffeln, die Mickey-Waffeln. Und vorne habt ihr auch das Walt Disney World-Zeichen und auch die Mickey-Waffeln. Hab ich auch bei Shop Disney bestellt? Soweit ich weiß. Ich glaube schon, die gab es bei Shop Disney. Dann habe ich einen Spirit-Jersey. Der ist eigentlich kein Spirit-Jersey. Aber er ist einer gemacht wie einer. Und deswegen habe ich ihn jetzt mit auf dem Stapel. Aber er ist nicht von Original Spirit-Jersey. Und zwar ist der von TQ und die haben so einen 30. Geburtstag von Disneyland Paris hier den gemacht. Und da steht 30 Jahre auf 30 Years of Magic mit den Jahreszahlen von Disneyland Paris. Und vorne ist es halt so ein Batik-Look. Vorne habt ihr das Schloss nochmal drauf. Ist kein Original-Spirit-Jersey, also man könnte jetzt drüber streiten, ob er dem jetzt mitzählt oder nicht. Ich habe ihn dennoch auf dem Stapel mit drauf und habe ihn jetzt auch in der Endsumme mitgezählt. Dann den hier, den habe ich ja eben schon erwähnt. Der war ja super schnell ausverkauft bei Shop Disney. Im Disneyland Paris gab es ihn leider nicht. Disney 100, 100 Years of Wonder mit dem Feuerwerk Mickey unten. Vorne habt ihr das Walt Disney World Zeichen, das habe ich im Hall schon gesagt. Da hätte für mich nicht das Walt Disney World Zeichen drauf, sondern ein ganz normales D oder irgendwie für die Walt Disney Company. Und dann halt, dass es 100 Jahre ist, also 1923 und nicht 1971. Aber gut, egal, er glitzert auch super schön und schwarz. Ihr merkt, ich habe ein Faible für schwarze Spirit-Jerseys. Und dann auch ein super begehrter Spirit-Jersey, den es im Disneyland Paris gab. Und zwar der vom 30. Geburtstag, der weiße mit den Attraktionen hier hinten drauf, mit dem Disneyland Paris-Logo. Und ja, hier an der Seite habt ihr 30 Years of Magic draufstehen und hier vorne das 30er-Zeichen mit dem Schloss, was man jetzt aber auch als Mickey sehen kann. Also das ist ja das Tolle an diesem Zeichen, dass es halt beides sein kann. Ja, der war sehr begehrt im Disneyland, der war sehr lange ausverkauft. Jetzt gegen Ende gab es ihn dann wieder, gegen Ende des 30. Geburtstags, aber viele von euch wollten ihn damals und ja, es gab ihn leider nicht. Kommen wir zum letzten Stapel. Das sind noch ein paar. Ja, ein weiterer Walt Disney World Spirit Jersey, einfach in lila. Hat hinten die Walt Disney World Aufschrift, vorne das Walt Disney World Logo und ansonsten nichts. Den habe ich, glaube ich, von einer Followerin abgekauft. Ich glaube, die wollte den loswerden und ich habe auch so lilane Ohren und dann habe ich ihn, glaube ich, damals abgekauft. Dann auch ein sehr begehrter Spirit-Jersey, den es damals nicht bei Shop Disney gab, soweit ich weiß, den habe ich in Amerika, glaube ich, geordert, ist der Ink and Paint Spirit-Jersey mit den passenden Ohren, die ich hier habe, mit Disneyland Resort hinten drauf, vorne mit dem Disney D, also Disneyland Anaheim und an diesen ganz vielen verschiedenen Charakteren mit dem Ink and Paint Design. Das Design war wirklich sehr begehrt, als es rauskam. Ja. Finde ich aber auch immer noch super schön, dieses Ink and Paint Design. Ja, wie lagere ich die eigentlich, die Spirit Jerseys? Das habt ihr euch auch gefallen bei den Ohren. Also die Ohren habe ich hier in den Kisten drin, tatsächlich, die ihr hier seht. Da sind meine Ohren drin. In verschiedenen Schubladen und Kisten. Und meine Spirit Jerseys habe ich einfach in der Schublade drin, von der IKEA-Schublade. Dann mein Chinese New Year Spirit Jersey aus Anaheim habe ich mir,
ich glaube, bei eBay bestellt oder online. Oder hat ihn mir jemand mitgebracht, das weiß ich nicht mehr. Aber ihn gab es auf jeden Fall nur in Anaheim. Von 2000, ich weiß nicht mehr, was, 21? Steht das hier noch irgendwo? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht hier Happy New Year drauf. Und vorne habt ihr dann Disney California Adventure stehen. Und ja, hier unten haben wir so chinesische Muster mit Hidden Mickeys drin, so wie ich das sehen kann. Das Schloss ist auch drauf. Ja, ich kann es leider nicht lesen, aber wahrscheinlich steht da Happy New Year drauf. Ja, gab's aus Anaheim. Dann ein Spirit Jersey, der immer geht. Sehr klassisch und wieder ausverkauft im Disneyland. Ist einfach der schwarz-weiße Spirit Jersey. Schwarz-weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Hier vorne auch, ihr kennt das Design. Schlicht, einfach, mega. Also, stimmt, ich habe euch gar nicht gesagt, was schon mein Lieblings-Spirit Jersey ist, aber der zählt auf jeden Fall zu den meistgetragenen Spirit Jerseys. Ich habe auch nicht, glaube ich, nicht den einen Lieblings-Spirit Jersey. Dann vom 100. Geburtstag, den mit Disneyland Paris-Aufschrift hinten drauf. Den gab es ja jetzt auch. Vorne das D in diesem schönen Muster und dieser schönen Farbe. Unten mit den Disney-Charakteren wieder. Und das ist halt schade, ne? Also wenn ich einen Rock anziehe, sieht man das Ganze hier dann tatsächlich nicht mehr. Was echt aber schön ist, muss ich sagen. Ist auch das Disneyland Paris Schloss hier drauf tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber hier ist tatsächlich das Disneyland Paris Schloss. Wahrscheinlich bei den anderen Parks ist es dann das andere Schloss. Ja. Ihr seht, ich habe sehr viel aus Disneyland Paris. Dann ein Shop Disney Spirit Jersey und zwar von den Hunden. Also Disney steht einfach nur hinten drauf. Und ja, ihr habt die Disney-Hunde hier unten drauf. Hier vorne auch einmal. Ich weiß nicht, das ist der von Peter Pan. Hier der. Und hier unten habt ihr auch die verschiedenen Hunde, weil ich ja auch Hundebesitzerin bin. Zwar lebt der Hund jetzt nicht mehr hier, aber ja, ich hatte mein ganzes Leben schon Hunde. Ich liebe Hunde. Und deswegen habe ich mir ihn damals geholt. Und das war auch einer der Spirit Jerseys, der super schnell ausverkauft war. Ja, dann der Euro Disney Spirit Jersey. Den gab es ja auch dieses Jahr. Angelehnt an 1992. In diesem Retro-Design. Mickey vorne drauf. Kein Zeichen. Disney. Euro Disney hier. Also Euro steht auf dem Ärmel. Und Disney hier. Und hier steht nichts. Ja, in diesen Retro-Farben, wo es ja auch die Ohren zu gab und auch den Fischerhut und so. Ja, gab es im Disneyland. Dann kommen wir zu den letzten. Einen wieder aus Walt Disney World, den ich echt cool fand mit diesen Ballons. Ja, Walt Disney World steht hier hinten drauf. Unten sind die ganzen Ballons, ist auch so ein bisschen Retro-Design-mäßig und auch das Zeichen hier vorne ist so ein bisschen anders. Und ja, ihr seht überall diese Ballons und die Walt Disney World Aufschrift. Ich mag auch die Farbe, ist sehr frühlingshaft, muss ich sagen. Ja, gefällt mir echt gut. Dann, viele sagen, das ist irgendwie so der Schwangerschafts-Spirit-Jersey, weil ja, das ist der pre-30. Geburtstag Spirit Jersey, wenn man das so sagen kann. Und zwar gab es den vor dem 30. Geburtstag und da steht halt 30 Years of Magic Loading. Und ja, mit dem Zeichen natürlich. Und viele sagen, das könnte man auch gut, wenn man schwanger ist, anziehen. Dann, ne, Loading-Balken halt auf den Bauch bezogen, weil das auch in der Position ist. Ja, und Disneyland Paris hinten drauf mit dem 30. Zeichen, was ich echt schön finde. Also das Design hinten gefällt mir auch echt gut. Vorne das, ja, das kann man natürlich diskutieren. Ja, ist aber auch einer der Spirit Jerseys, die halt, jetzt kann ich nicht mehr zusammenlegen, die so Ereignisse halt widerspiegeln. Dann, ja, ich hatte ihn tatsächlich, glaube ich, noch nie an, weil ich ihn mir nach den ganzen Events gekauft habe, ist der hier von Run Disney. Den habe ich bei eBay bestellt von 2021. Every Mile is Magic. Und ich habe ja 2018 und 2019 dran teilgenommen und danach hat es ja nicht mehr stattgefunden in Paris. Ja, ein Run Disney Spirit Jersey. Hinten steht auch Run Disney drauf. Und ja, Mickey, die läuft, oder Mickey, der läuft. Und ich wollte ihn halt immer anziehen, wenn wieder Run Disney stattfindet. Aber seit 2019 hat das nicht mehr stattgefunden.
Und somit wartet er auf seinen Einsatz. Und wahrscheinlich wartet er vergebens. Also keine Ahnung, ich habe nichts gehört, aber irgendwie tut sich da ja nichts um dieses Thema. Die Cruise Lines zeige ich euch am Ende. Ah, ich habe noch einen Run Disney's Bild, Jersey. Schaut mal. Wusste, habe ich vergessen. Und zwar hier der. Every Mile is Magic von 2020. Also während Corona hatte ich Hoffnung, dass es dann nach Corona wieder losgeht, weil es war ja auch angekündigt, ein Princess Run. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Auf jeden Fall nicht letztes Jahr. Ich glaube, das war 2021. Mit 8 und 10 Kilometern. Im Mai sollte der, glaube ich, stattfinden. Aber dann war wieder das große C da und dann war es komplett Geschichte. Ja, also den habe ich auch noch. Hier hören wir, wie gesagt, Every Mile is Magic von 2020. Und hinten auch mega schön Run Disney mit den ganzen Charakteren, die laufen. Mit Goofy, Mickey, Minnie und Donald. Und ich mag auch diesen rosa Farbverlauf. Ja, die warten auf ihren Einsatz bis zum nächsten Run Disney Event. Vielleicht fliege ich auch irgendwann mal nach Amerika für Run Disney oder in die asiatischen Parks. Da gibt es ja auch. Mal sehen. Und da wäre ich auch wieder motivierter, joggen zu gehen, weil ohne Run Disney jogge ich einfach nicht, weil es für mich total langweilig ist. Ja, jetzt kommen wir zu den letzten drei Stück. Und zwar sind die alle von der Disney Cruise. Ja, fangen wir an mit dem Spirit Jersey der Disney Dream. Das war das zweite Schiff, auf dem ich drauf war. Und jedes Schiff hat seinen eigenen Spirit Jersey. Und dann habt ihr hinten immer die Statue, die hinten drauf ist. Auf dem Schiff habt ihr auch auf dem Spirit Jersey. Ja, mega cool. Und vorne ist einfach nur das Disney Cruise Zeichen. Ja, also einmal von der Disney Dream. Dann habe ich denselben natürlich nochmal von der Disney Magic, ne? Weil es ist ja ein anderes Schiff. Das Design ist zwar ähnlich, aber hier haben wir einmal Goofy und es steht Disney Magic drauf. Das ist halt so, ich möchte irgendwann alle Spirit Jerseys von allen Schiffen haben, weil ich auf jedem Schiff einmal fahren möchte. So, ich weiß, das ist halt positiv... Staub im Hals. Das ist halt positiv krank, finde ich. Das sieht aber natürlich jeder anders, ne, da draußen. Manche denken, ich bin verrückt, negativ verrückt in dem Sinne. Und der letzte Spirit Jersey aus meiner Kollektion ist der hier mit Disney Cruise Line hinten drauf. Ansonsten ist da nichts. Und vorne habt ihr diese Raffung und das Disney Cruise Line Logo. Und den habe ich tatsächlich auch in M, habe ich gerade gesehen. Ja. Den habe ich mir damals auch wieder Disney Magic gekauft, auf der ersten Disney Cruise, wo wir in Norwegen geschippert sind. Und das war's. Das waren alle meine Spirit Jerseys. Habt ihr mitgezählt? Trommelwirbel? Ah ne, Quatsch. Den Non-Disney habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt. Bevor ich jetzt verraten hätte, also mein Harry Potter Spirit Jersey, den habt ihr im Hall aber auch schon gesehen. Ja, den hat mir auch jemand mitgebracht aus New York. Da steht Harry Potter New York hinten drauf. Und ich weiß, wann ich ihn das erste Mal anziehen werde. Und zwar bei der Harry Potter Ausstellung in Köln am 8. Dezember. Da wird er auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Und so lange wartet er im Schrank. Ja, mein erster Harry Potter Spirit Jersey. Aber es hat auch das Logo hier dran, ne? Also es ist ein echter Spirit Jersey. So, das war aber jetzt wirklich der letzte. So, mit inklusive dem Harry Potter Spirit Jersey und dem, wo der jetzt kein Spirit Jersey ist, bin ich bei 53 Spirit Jerseys. Aktueller Stand heute vom 8. November 2023. Das kann sich bei mir natürlich jedes Mal ändern. Entweder ich mache Insta-Sales und verkaufe was oder es kommen tolle neue Spirit Jerseys und dann kaufe ich mir natürlich neue. Ja, aktuell sind es 3 in meinem Schubladen voll mit Spirit Jerseys. Aber es ist halt auch eine Sammelleidenschaft, ne? Andere sammeln tatsächlich Pins und haben hunderte Pins oder Loungeflies. Ne? Bei Loungeflies bin ich ja tatsächlich fast raus. Also ich habe kaum Loungefly-Rucksäcke. Taschen ja, aber Loungefly-Rucksäcke, da bin ich raus. Und da haben andere ja auch tatsächlich 80 Loungeflies teilweise zu Hause, ne? Und ich habe halt 53 Spirit Jerseys zu Hause. So ist das halt. Ja. Und das war's. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Spirit Jerseys euch am besten gefallen haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.